Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Ravenport. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Ich sehe, wir haben beim letzten Mal uns das Wasserfass geholt. Wir wollten hier uns ja die Schafe gönnen. Und ich habe auch noch im Kopf, ihr solltet wegen dem Trigger, nicht wegen dem Trigger, wegen dem Hydranten abstimmen. Da ich jetzt aufnehme am Montag, ich glaube morgen, sprich am, ja, also den Dienstag kommt noch eine Folge von der alten Aufnahmesession. Die Folge, die ich jetzt hier aufnehme, ist also am Mittwoch. Ja, wie das mit dem Abstimmen, ja, eigentlich... ihr könnt auch noch abstimmen. Ich werde den noch nicht setzen, weil wir den auch, glaube ich, erstmal noch nicht brauchen. Wir können uns zur Not Wasser auch irgendwo so erstmal besorgen. Sollte gar kein Problem sein. Denn ich weiß auch gar nicht, ob wir uns überhaupt jetzt schon Schafe holen. Wir haben nämlich nur noch diese 100.000 auf dem Konto. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir... Erstmal mache ich meine Kopfhörer leiser. Wir stellen das Wasser fast mal ganz geschmeidig jetzt hier irgendwo ab, wo es uns nicht stört. Und da so hin. Fahren erstmal nach Hause. Beziehungsweise wir bräuchten auch den Tiertransporter. Und ich wollte mal eben in unser Lager reinschauen. Wir haben auch noch ein bisschen was zu verkaufen. So ist es nämlich nicht. Wir können also auch noch Geld machen. Wir haben noch 43.000 Liter Sojabohnen. Sind nochmal summa summarum knappe 50.000 ungefähr. Vielleicht sogar über 50.000. Hier fällt der Preis gerade. Hätten wir aber auch nochmal 52.000 Liter. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Wo kommt denn die? Das ist Gerste, ne? Wo kommt denn die Gerste her? Und auch... Ach, das ist das, was wir, glaube ich, von den Feldern als erstes abgeerntet haben. Da haben wir auch noch nicht verkauft. Also da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle mitmachen. Gras haben wir auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, die Sojabohnen verkaufen wir noch nicht, weil der Preis steigt gerade noch. Gerste... Müssen wir mal gucken. Raps ist gerade am Fallen, aber wäre eigentlich ganz cool. Es sind auch noch 12.000 an der Ranch. Wo ist denn die Ranch? Wo müssen wir da hin? Ah, hier unten. Und das würde im Moment zum Restaurant noch gehen, obwohl der Preis fällt. Da kommt der uns wieder entgegen. Ich denke mal, da warten wir wahrscheinlich ab. Und hier fallen sie einfach generell gerade. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt vielleicht verkaufen sollten oder nicht. Dann machen wir es ganz anders. Das Feld brauche ich jetzt auch nicht mehr so lange. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um Feld 3, dass wir das wieder bereit machen zum Einsehen. Ich glaube, wir hatten ja auch schon gedüngt gehabt, ne? Machen wir Unkraut, genau. Einmal gedüngt haben wir schon. Und ich habe jetzt im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass tatsächlich dieses Düngansehen, Düngen nicht mehr funktioniert. Das hat am Anfang noch funktioniert, jetzt nicht mehr, merkwürdigerweise. Gut. Schnappen wir uns die Sämaschine und sehen heute mal Feld 3 an. Oh. Das wollte ich nicht. Ja, Helligkeit ist auch wieder ein bisschen runtergeschraubt. Ich denke, ich habe jetzt einen halbwegs guten Kompromiss gefunden zwischen Aufnahmen und Stream, dass ich nicht jedes Mal wechseln muss. Es ist zwar relativ dunkel in der Nacht im Stream, in den Aufnahmen werden wir ja versuchen, die Nächte so gut es geht zu überspringen. Ja, dann machen wir mit den Tieren demnächst erst weiter. Dann werde ich jetzt wohl auch gar nicht so eine große Aufnahmesession machen. Mache ich jetzt vielleicht 2 Folgen oder auch 3. Mal gucken. Ich sag mal so, den Hydranten kann ich auch immer noch mal dann zwischendurch platzieren, wenn eure Abstimmung stattgefunden hat.
So, ich wollte. Verdammt, wo wollte ich denn hin? Zur Seemaschine. Die ist da. Wie sieht das eigentlich aus? Müssten wir die noch auffüllen? Da sind wir irgendwo gegen gefahren. So, jetzt haben wir die. Und ich habe auch noch ein paar neue Mods mit reingenommen. Die kann ich euch ja auch mal eben kurz zeigen. Ich glaube, das ist ja auch mal relativ interessant. Wir haben zum einen den Actros haben wir jetzt mit drin als neuen LKW. Dann haben wir, ich glaube, das Ropa-Pack habe ich euch schon gezeigt, zum Kartoffelernten. Ja, dann haben wir hier nichts weiter drin. Oh, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Das Container-Pack. Wir haben, genau, Container hier. Das heißt, hier müsste doch eigentlich. Wo finde ich denn jetzt den Gabelstapler? Müssen wir jetzt mal gucken. Wir fangen hier beim Frontlader mal an. Hier ist er nicht. Radlader. Auch nicht. Hier hätten wir einmal die Gabel für die Container und einmal den Greifer für die Container. Kompaktlader ist es nicht. Teleskoplader ist er auch nicht. Wo ist der dann hin? So, hier haben wir die ganzen Container. Ich weiß nicht, habe ich die nicht schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier in der Aufnahme nicht, weil ich habe die gerade erst mit reingenommen. Das sind jeweils 10, 20 und 40 Zoll Container. Die lassen sich ganz normal befüllen und abkippen, wie jeder andere Anhänger auch. Halt in verschiedenen Designs. Jetzt würde ich halt nur gerne wissen. Ah, Moment. Dann ist der wahrscheinlich hier irgendwo mit drin. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Hier ist er. Den fetten Kran für die Container. Oh ja, der ist wirklich fett. Denn ich hoffe, dass man sie damit wenigstens auch dreilagig stapeln kann. Das geht halt, wenn man mit dem Radlader arbeitet. Ja, gerade so mit zwei Container aufeinander stapeln. Wir müssen mal gucken, ob wir es hier überhaupt brauchen. Ich fand es aber ganz cool, das Pack. Ich habe es deswegen mal mit reingenommen. Des Weiteren habe ich mit reingenommen. Ja. Ja, Dekoration. Wasserplan in vier verschiedenen Größen. Damit kann man sich angeblich einen Teich erstellen. Das würde ich bei Zeiten dann einfach mal ausprobieren. Mit euch zusammen. Ich glaube, das war's jetzt so mal, also ganz grob, was neu ist. So, gut. Dann fangen wir jetzt an, erstmal Feld 3 fertig zu machen. Ja. Da wollte ich gar nicht hin. Feld 3 erreichen wir vom Hof. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Aber das haben wir gleich. So, ich habe auch schon mal die Überlegung angestrebt, eventuell das Unkraut vor der Einsaat wegzumachen. Ich glaube aber, dass es dann doch nichts bringen wird. Und auffüllen sollten wir die Seemaschine auch noch vorher. Ich sehe schon, wir kommen diese Folge nicht mehr zum Ansehen. Dann machen wir jetzt vielleicht doch erstmal nur Kleinkram. Ich bin ja wieder komplett gut vorbereitet. Ich überlege gerade, habe ich die nicht beim letzten Mal schon aufgefüllt gehabt? Mir war da irgendwie so. Saatgut hätte ich gerne. Dankeschön. Ja. Jetzt können wir loslegen. Ich würde auch direkt nochmal Sojabohnen machen. Einfach um Knaster zu machen. Und eine Sache ist halt auch, ich fange einfach nebenbei an. Ich kann ja immer noch quatschen auch dabei. Also wir hauen jetzt noch mal alle drei Felder mit Sojabohnen voll.
um schön Kohle zu machen. Denn nachdem wir uns die Schafe organisiert haben, würde ich ganz gerne mir ein Mähwerk holen und einen Ladewagen bräuchten wir eigentlich sogar nur. Ein Mähwerk, ein Schwader und ein Ladewagen. Denn ich möchte Silage machen. Uiuiui, was ist denn das hier? Ja, mit Silage kann man auch noch mal gutes Geld verdienen. Und da wir ja auch das Silo auf dem Hof stehen haben, ich wusste schon, warum ich das mache, brauchen wir halt nicht großartig Ballen pressen, was natürlich schon mal nicht schlecht ist. Also spart uns einen Haufen Geld. Und da würde ich die Silage halt auch noch erstmal mit verkaufen. Wir haben ja hier ringsrum eigentlich ein bisschen Wiese. Ich hoffe, das wird sich lohnen. Aber ich denke schon, wenn wir alles mal abmähen, dass da ein bisschen was zusammenkommt und wir da erstmal ein paar tausend Liter Silage rausbekommen. Das ist halt nochmal Geld, was so nebenbei eigentlich ja wächst, denn die Wiese wächst ja und wächst. Im Moment ist ja auch, ne? Also es wäre halt totes Kapital, wenn wir das nicht nutzen würden. Das wäre halt mein nächstes Anliegen, dass wir da ein bisschen Kohle mitmachen können. Dann nebenbei laufen hoffentlich, also dann sollten halt auch die Schafe nebenbei laufen. Und müssen wir dann mal schauen, wie wir dann weitermachen. Ob wir auf ein weiteres Feld sparen oder auf die nächsten Tiere. Wobei ich denke, ja, das nächste Feld wird wahrscheinlich einfach viel zu teuer werden. Und ist wahrscheinlich auch nicht gerade unbedingt in der Nähe bei uns. Dann vielleicht doch erstmal weitere Tiere. Weil wir haben drei große Felder, womit wir eigentlich die nächsten Tiere versorgen können. Wir haben Wiese hier, wir haben drei große Felder. Wir könnten also theoretisch sogar, lass mich mal überlegen, Kühe, was brauchen Kühe nochmal alles? Gras, Heu, kriegen wir alles hin. Stroh kriegen wir hin. Und also für Heu müssten wir uns halt noch einen Bänder holen. Ist halt auch kein Problem, der ist nicht so wirklich teuer. Dann brauchen Kühe. Ja, eigentlich brauchen die nicht mehr, ne? Gras, Heu, Stroh, Silage. Die vier Dinge. Sollten wir uns also vielleicht dann Kühe anschaffen? Müssen wir mal gucken, was der Milchpreis so sagt, ob sich das denn auch rentiert. Na klar, wird das eh alles lange dauern. Tiere produzieren jetzt nicht so mega schnell. Oder vielleicht Schweine. Wobei bei Schweinen haben wir halt einfach nur, dass wir hinterher eigentlich nur die Schweine verticken können. Aber es wäre halt generell auch gar nicht so schlecht, wenn wir Kühe oder Schweine nehmen, damit wir Gülle und Mist anfangen zu produzieren und auf Dauer nicht mehr den Dünger kaufen müssen. Weil wahrscheinlich wird das anfangs eh noch nicht ausreichen, um komplett damit alle Felder zu bearbeiten oder zu düngen. Aber wir gucken dann einfach mal. Also wie gesagt, jetzt steht erstmal an, das Feld hier fertig machen. Vielleicht machen wir dann auch gleich Feld 2 direkt im Anschluss. Dann können wir auch eventuell bis dahin Feld 1 ernten, wenn wir Glück haben. Das erstmal dann ins Lager hauen. Und nachdem wir Feld 3 dann auch wieder angesät haben, können wir ein bisschen was verticken und uns hoffentlich eine große Menge Schafe holen. Vielleicht auch, also geil wäre natürlich, wenn wir die Schafweide direkt vollballern können. Ob 60 oder 80 Schafe gehen rein. Sind ein paar. Und 1500 kostet eins. Wir wären jetzt bei 80, also 120.000. Die sollten wir locker haben, hoffe ich. Abzüglich des Viehtransporters müssten wir damit gut hinkommen.
Ja. Ich denke mal, das ist erstmal ein Plan. Ich weiß, ich plane sowieso so oft im Voraus, was ich irgendwie vorhabe. Und in der nächsten Aufnahmesession mache ich dann sowieso wieder was anderes, weil ich mich zum einen nicht daran erinnern kann und oder zum anderen nochmal drüber nachgedacht habe und es für kompletten Nonsens empfunden habe. Deswegen verlasst euch nicht immer drauf auf meine Planung. Ich werfe das auch gerne nochmal um. Ja, bezüglich Projekte oder neues Projekt ist ja auch noch nicht. Ich glaube, die Videos liefen noch nicht. Da werde ich, glaube heute kommt, wo ich jetzt aufnehme, kommt gleich das erste Video, wo ich das anspreche mit dem neuen Projekt. Da bin ich echt gespannt, was ihr da so geschrieben habt. Ob da schon ein paar gute Ideen bei sind. Wir haben am Freitag, als ich gestreamt habe, uns ja schon mal ein paar Karten angeguckt. Das ein oder andere Interessante wäre eventuell dabei. Die müsste ich halt mal runterladen, denn nur anhand der Bilder das zu beurteilen. Auf den Bildern sehen die irgendwie alle cool aus, sehen die meisten cool aus. Müsste man tatsächlich mal runterladen und sich direkt angucken. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr da in die Kommentare haut, ob ihr da ein paar ordentliche Ideen habt für Karten, Mods und Projekte. Blöder Zug, muss der ausgerechnet jetzt kommen. Und dann steht auch, ja, mit dem Anton, wir haben es mal kurz angeschnitten, wir haben uns noch nicht wirklich die Köpfe zusammengesteckt. Möchten wir aber was starten auf seinem Server, da der jetzt wieder frei ist. Duell ist ja nicht mehr. Wo wir auch mit ein bis zwei Mitspielern jeder uns einen Hof machen und der Server dann aber auch dauerhaft anbleibt und jeder dann spielen kann, wann er Zeit und Lust dazu hat. Heißt, es wird dann halt auch kein Duell sein in dem Sinne, weil es sonst ja überhaupt nicht ausgeglichen wäre. Der eine kann fünfmal die Woche spielen, der andere schafft es nur zweimal. Da kann man sich nicht angemessen duellieren. Aber einfach halt, um ein bisschen Just for Fun nebenbei zu zocken, auch mal mit mehreren dann vielleicht, wenn es zeitlich passt. Da muss ich aber mit den Anton mal noch die Köpfe zusammenstecken und mal gucken, was wir da rauskitzeln können. Vielleicht machen wir auch irgendwas mit dem Lohnunternehmen. Vielleicht lässt sich da ja tatsächlich irgendwas vernünftig aufbauen, dass wir ein paar Leute als Lohnunternehmen einstellen, die halt tatsächlich also ein eigenes Lohnunternehmen auch sind. Also mit eigenen Feldern und so weiter. Problem ist halt, ja gut, eigene Felder, das ist halt das einzige Problem. Die können uns halt nichts verkaufen, wenn wir was brauchen. Also ich wüsste bis heute noch nicht, wie man das macht. Das war halt noch schön im LS17, dass man Sachen quasi von jemand abkaufen konnte. Geht ja hier im Grunde nicht, dadurch, dass man keine fremden Waren einladen kann oder seine Sachen nicht in andere Leute Anhänger und so weiter. Also ihr wisst ja, was ich meine. Da hapert es wahrscheinlich noch so ein bisschen an der Umsetzung, dass das Lohnunternehmen im Grunde wirklich nur für einen Arbeit leisten kann. Aber da müssen wir mal gucken. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir da was hinbekommen haben, denke ich. So, jetzt sehe ich gerade, wir sind schon hier bei 18 Minuten ungefähr. Dann machen wir an der Stelle mal Feierabend für heute. War ja erste Folge in der Aufnahmesession. Ist mal so ein bisschen Einleitung, bisschen was erzählen, kurzes Zusammenfinden wieder. Ihr seht auch die Kamera. Ich habe mal das Format verändert. Seitdem sieht die noch ein bisschen schärfer aus. Für mich gefühlt auf jeden Fall. Ist allerdings jetzt auch ein bisschen größer das Bild. Also könnt ihr mich vielleicht sogar so ein bisschen besser sehen. Ja, dann machen wir mal Ende. Morgen direkt also jetzt direkt im Anschluss mache ich hier weiter. Also morgen Feld 3 weiter einsehen und dann machen wir auch mit Feld 2 weiter. Wie gesagt, vergesst nicht das Projekt und den Wasserhydranten. Da fordere ich heute nochmal zu auf. Dann haben wir, glaube ich, drei Folgen, wo ich aufgefordert habe, wegen dem Hydranten abstimmen. Ne, zwei Folgen. Damit ich den auch platzieren kann. Solltet ihr halt nichts wählen,
wähle ich das selber aus. Ne? Kenne euch ja. Okay, dann erstmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin reingehauen.